So, meine Freunde, moin zusammen. Ich grüße euch zu diesem Video und jetzt haltet euch fest. Also, es geht um nackte Zahlen hier in dem Fall. Denn dass uns diese Krise, die uns ja schon seit Monaten jetzt begleitet, ich glaube, 6 Monate ist es jetzt her, dass der erste Infizierte in Deutschland soweit gemeldet wurde, dass wir dadurch natürlich immense steuerliche Einbußen haben. Das ist ganz klar, logisch, weil was nicht konsumiert wurde, wurde auch nicht besteuert und so zum Beispiel Flugverkehr ist natürlich ganz gravierend viel, viel Umsatz verloren gegangen, den Unternehmen wie zum Beispiel in der Lufthansa und auch anderen, Ryanair und so weiter. Und da es natürlich auch viele Sachen aus diesen Bereichen Steuern gibt, hat natürlich der Staat auch deutlich weniger Steuern eingenommen. Und hier sieht es nämlich so aus, dass die Steuern um satte 19% eingebrochen sind. Und das bedeutet in Zahlen rund 63,3 Milliarden Euro hat die Bundesregierung als Steuern ohne Gemeindeabgaben im vergangenen Monat kassiert. Krass, ne? Zum Vergleich, im Juni 2019 waren es noch 80,7 Milliarden. Also circa 19 Milliarden mehr. So, also das sind Summen, da frage ich mich wirklich, wo gehen hier 65 Milliarden hin, dass man jetzt hier davon sprechen muss, dass wir einen Einbußen von 19% haben. Ich hoffe, dass die nicht jetzt auf die Idee kommen werden, ich befürchte es aber, ich hoffe es aber nicht, so eine C-Steuer oder auch neue andere Steuern zu machen, so zum Beispiel wie die Plastiksteuer, damit das ganze EU-Konstrukt weiterfinanziert werden kann. Was da passiert, ist einfach nur krass. So, und weiterhin sieht das nämlich hier aus. Die Bundessteuern schrumpften insgesamt um 13,9% auf 8,3 Milliarden Euro. Und dazu unter anderem Alkoholsteuer ist gesunken, minus von 12% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Finde ich krass. Hätte ich eigentlich gedacht, dass in der Krise einige sagen, ich schalte nicht mehr aus. Ist ja auch irgendwo menschlich und nachvollziehbar und bechern sich mal den einen oder anderen mehr. Kaffeesteuer hat ein Minus von 71,3 Millionen, ein Minus von 14,8% sind das ganz genau. Luftverkehrssteuer, klar, da ist natürlich sehr, sehr viel passiert. Minus von, haltet euch fest, 98,5%. Klar, wenn nicht geflogen wird, kannst du auch nichts besteuern. Also das sind Zahlen, die sind schon sehr, sehr krass. Energiesteuer, was auch immer hier zusammengefasst ganz genau dazu gehört, sind Minus von 25,8%. Also Energie, würde ich sagen, ist natürlich auch unter anderem Sprit und sowas. Allerdings, es gab auch Steuereinnahmen, die geringfügig gestiegen sind. Tabaksteuer, also es wurde mehr geraucht, ein Plus von 22,3%. Krass. Und Kfz-Steuer, ja klar, wir haben es ja, wir Autofahrer sind ja darauf angewiesen. Jo. Ein Plus von 2,1% sind allerdings nur in Anführungszeichen 17 Millionen Euro. Ja, über Millionen reden wir ja hier eigentlich gar nicht mehr. Ne? Alles Monatsbasis. Muss man sich mal reinziehen. Ich bin gespannt, wie das Ganze hier weitergeht, wie sich das entwickeln wird und was schlussendlich kommen wird. CO2-Steuer steht für nächstes Jahr 2021 direkt auf dem Plan zum 1. Januar. Das wird einige richtig viel Geld kosten, da bin ich fest von überzeugt, besonders weil das ja eine gestaffelte Sache ist, die über die Jahre hinweg auch teurer wird. Nee. Schreibt eure Meinung gerne unten in die Kommentare, haut rein, bleibt entspannt, bis zum nächsten. Abonnieren nicht vergessen und ciao.